Seinen Kindheitstraum hat sich Hendrik Villers erfüllt. Vor 3,5 Jahren ist er aus der Veranstaltungsbranche hier in die Hamburger Firma Gustav Steeland gewechselt. Der 38-Jährige transportiert als Kranführer schwere Lasten, unter anderem auf Baustellen. Ich war vorher in der Veranstaltungsbranche und durch Corona hatten wir Arbeitsverbot damals, durften nicht mehr arbeiten. Und ich habe eigentlich schon immer mit Telekran geliebäugelt, aber mich nie so richtig herangetraut. Durch meine Chance gesehen, habe mich hier beworben und ja, jetzt fahre ich Telekran, ne? Sein Arbeitgeber ist einer der größten Anbieter in der deutschen Schwergutbranche. Rund 100 Beschäftigte hat das Unternehmen in Hamburg. Aktuell sind mehr als 5 offene Stellen ausgeschrieben. Kranfahrer, Berufskraftfahrer sowie Montagemitarbeiter. Es ist schwierig, Aufträge tatsächlich dann fristgerecht durchzuführen. Nur das Personal fehlt an jeder Ecke. Logistiker suchten händeringend Beschäftigte. So der Chef der Agentur für Arbeit in Hamburg heute bei der Präsentation der Arbeitsmarktzahlen in dem Unternehmen. Die Situation ist paradox. Die Zahl der Arbeitslosen steigt in Hamburg, doch fehlen Fachkräfte. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist aus den konjunkturellen Gründen gedämpft. Die Nachfrage besteht weiterhin aus demografischen Gründen, weil Ältere in einer größeren Zahl ausscheiden als Jüngere nachwachsen. Hendrik Villers will im Unternehmen bleiben. Nächste Woche kommt ein neuer 400-Tonnen-Mobilkran. Dafür braucht sein Chef aber noch viele neue Kollegen.